Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Citizen News. Heute wird's viel, heute wird's schwere Kost, denn es gibt massive Änderungen beim Flugmodell in der Alpha 3.10 und auch in folgenden Patches noch, speziell beim atmosphärischen Flugmodell, darüber reden wir gleich. Und es gibt darüber hinaus noch massive Änderungen beim Kampf mit Raumschiffen, das heißt Geschützänderungen, Targetänderungen, Highspeed-Kampfänderungen und noch weitere Pläne für die Zukunft. Also heute alles vollgeklatscht mit Infos. Ganz wichtig, bevor wir loslegen, ich habe kein aktuelles Video Material dafür, das kommt erst nächsten Donnerstag. Ich packe euch aber das rein, was wir schon haben. Das ist eine etwas ältere Inside Star Citizen Folge, wo sie die Sachen schon mal so angedeutet und gezeigt haben. Es wird jetzt nicht perfekt zu dem, was ich euch sage, passen, aber es geht in die gleiche Richtung und insofern ich hoffe, dass das ein bisschen zur Veranschaulichung beiträgt, dieses Video, was hier im Hintergrund läuft. Okay. Wir fangen an mit den großartigen Änderungen am Flugmodell in der Alpha 3.10. Also zunächst mal, die Alpha 3.10 ist bereits bei den Evocatis. Sie ist auch bald, sagen sie zumindest, für den PTU verfügbar. Also die erste Wave und dann die anderen Waves, die ja noch kommen. Und geplant ist die Alpha 3.10 für den Juli, also nicht mehr im Juni. Also ich denke mal, sie reden da vor allem vom Live-Release. Also wir schauen mal, wann es genau kommt, aber das ist so der Plan erstmal ganz allgemein für den Patch. Dieser Patch wird für uns alle sehr einschneidend werden, das meine ich aber total positiv, denn es gibt, wie gesagt, drastische Änderungen bei dem Flugmodell. Und das erste, was aber zu nennen wäre, wäre eine sehr, sehr große Änderung im Bereich der Triebwerksleistung aller Raumschiffe. Speziell bei den Atmosphären. Es ist so geplant und so wird es auch umgesetzt, dass die Raumschiffe in Atmosphären massiv an Triebwerksleistung verlieren werden und wesentlich schwächer werden und auch weniger effizient arbeiten. Das Ganze ist immer abhängig vom jeweiligen Raumschiff, komme ich nachher nochmal zu, wie das zusammenhängt mit den Raumschiffen, also welche da besser sind, welche schlechter sind, kommen wir noch zu. Aber ganz allgemein kann man erstmal sagen, dass sie es hinbekommen haben, dass sämtliche Raumschiffe vollständig simulierte aerodynamische Oberflächen haben. Also hat ein Schiffchen Flügel, fliegt es halt natürlich besser und so weiter. Wenn es keine Flügel hat und nur so ein Klotz ist, so ein Stein, so ein Backstein oder so, ein fliegender, ist natürlich schlechter. Das Ganze bedeutet auch, dass Auftrieb, Wind und andere Kräfte dynamisch auf das Schiff einwirken werden. Und das Tolle ist, dass die Flügel von Raumschiffen, sofern denn vorhanden, oder auch andere Eigenschaften von den jeweiligen Schiffen ebenfalls komplett mitsimuliert werden. Das wird dazu führen, dass Raumschiffe, die Tragflächen haben, also Flügel haben, den Strömungsabriss leichter beenden können, flache Kurve fliegen können und von generellen aerodynamischen Effekten profitieren. Ich bin jetzt kein Luftfahrtingenieur, ich kann das nur als Gamer betrachten, aber im Endeffekt sorgt es für eine deutlich detailliertere Interaktion mit dem Wind. Das heißt also, der Wind kann uns schieben oder ziehen. Generell wird es ein wesentlich komplexeres Antriebssystem. Und es wird wesentlich realistischer sein. So schreiben sie es zumindest. Wie gesagt, gespielt habe ich es ja noch nicht. Wir werden es uns dann ausführlichst angucken, wenn es dann da ist. Ebenfalls damit zusammenhängend sind auch die zerstörten Teile. Denn dadurch, dass die gesamten Oberflächen der Raumschiffe komplett simuliert werden, bedeutet das, dass ein abgerissener Flügel zum Beispiel eine signifikante Auswirkung haben wird, was die aerodynamischen Effekte angeht, logischerweise. Es wird auch Änderungen im Vakuum geben, also außerhalb von Atmosphären, denn sie ändern die Beschleunigungskräfte. Diese sind nicht mehr unbegrenzt und die Triebwerke reagieren auch nicht mehr sofort auf die Veränderung von Beschleunigen. Die Schiffe sollen sich dadurch deutlich, allgemein gesagt, deutlich schwerer anfühlen, aber dadurch auch deutlich realistischer. Speziell was die Atmosphären angeht, wird sich jedes Schiff komplett anders fliegen, logisch, haben ja, sehen ja alle anders aus und haben dadurch auch eine ganz andere Aerodynamik. Und das Schöne ist eben auch an der Sache, dass das Fliegen weniger durch die Triebwerksleistung beeinflusst wird, weil, naja, die sind ja eben nicht mehr so effizient und nicht mehr so stark in Atmosphären, sondern vor allem eben durch Auftrieb und normale physikalische Kräfte innerhalb von Planeten und Gravitation und Wind und so weiter und auch Wetter wird davon eben geprägt sein. Die Flügel und Teile werden aerodynamisch auch animiert sein, das heißt also, dass bewegliche Teile oder ähnliches, wie eine Reliant zum Beispiel haben wird, dass man das sehen kann, wie die Flügel sich entsprechend mitbewegen und wie die vielleicht auch mal sich ein bisschen beugen und naja, wir werden das sehen. Ich habe jetzt noch keine Animation dazu gesehen, aber das kommt alles dann zurecht auf der 3.10.
Für die Zukunft sind natürlich noch wesentliche Änderungen daran geplant, also da kommt noch eine ganze Menge rein, beispielsweise funktionierende Steuerflächen für kommende Patches. Das heißt also, dass ich eben an den Flügeln, so wie wir das auch im Real Life kennen von richtigen Flugzeugen, da sich diese Steuerflächen da entsprechend nach oben, nach unten biegen und so weiter, damit das Schiff entsprechend darauf auch optisch richtig reagiert. Außerdem will man generell eine deutliche Verfeinerung haben beim Unterschied zwischen Manövrierdüsen und Haupttriebwerken. Das soll dazu führen, dass Manövrierdüsen eher für kurze Impulse gedacht sind und die Haupttriebwerke für einen anhaltenden Schub. Das wiederum soll dann dazu führen, dass Raumschiffe in Atmosphären, die keine VTOL-Thruster haben, also diese, die man so nach unten stellen kann, auch nicht unbegrenzt lange schweben können. Also, dass man halt nicht mehr mit einer Gladius zum Beispiel einfach zack, horizontal sich dort hinstellen kann und mal eine Runde chillt, sondern dass man halt irgendwann, ja, runterfällt, weil die Thruster einfach massiv überhitzen und völlig überlastet sind, das Schiff dort zu halten. Das ist auch realistisch, das ist auch gut so, während aber andere Raumschiffe, die halt solche VTOL-Triebwerke haben, da fällt mir jetzt spontan die Cutlass Black ein oder auch die Valkyrie, dass diese eben tatsächlich unbegrenzt oder ja, sagen wir mal annähernd unbegrenzt sich halten können, weil sie ja diesen Hover-Mode haben. Ich komme gleich nochmal auf den Hover-Mode zurück, da müssen wir nochmal kurz drüber reden, aber das so im ganz allgemein erstmal. Außerdem wollen sie noch die G-Kraft-Simulation verändern und überarbeiten, damit es ein bisschen realistischer wird und vor allem, damit das Kämpfen mit G-Kräften oder unter G-Kräften deutlich realistischer und actionreicher auch wird. Ja, so viel erstmal zu den Änderungen beim Flugmodell, beim atmosphärischen Flug und auch für die Zukunftspläne. Jetzt will ich noch mal kurz was Eigenes Kleines hier reinschieben an der Stelle, denn wir hatten ja schon mal so eine Änderung beim atmosphärischen Flug, nämlich den Hover-Mode. So, und das, was jetzt kommt, geht ja so in eine ähnliche Richtung. Ich habe leider nichts dazu gelesen, wie sie das Problem, was sie damals hatten, dieses Mal lösen wollen. Es geht nicht ganz aus dem hervor, was man jetzt dazu findet. Für die, die nicht wissen, worum es geht, will ich mal ganz kurz, pass auf, ich packe euch mal kurz Paint aus. Und ihr wisst ja, wenn ich Paint auspacke, wird es immer richtig professionell. Genau. So, ganz kurzes Beispiel, um zu verdeutlichen, was das Problem war und wie das sein könnte. Also, ich mache hier jetzt eine detailgetreue Nachbildung einer Cutlass Black. Erstmal. Wir brauchen nämlich ein Raumschiff, was entsprechend die Triebwerke drehen kann. Weil das ist ja auch das, was sie beschreiben mit den VTOL-Thrustern. Aktuell ist es so, dass wir mit der J-Taste diese Triebwerke einfach umschalten können. So. Das Problem an der Sache ist, oder war, und ist es ja aktuell auch noch, dass dieser Modus nur zwei Einstellungen hat. Variante 1, ich mache das mal hier in Rot, die Triebwerke sind so gestellt. Die pusten nach hinten. Warte mal, ich zeige mal ganz kurz nochmal das Cockpit. Das ist jetzt hier mal das Cockpit von der Cutlass Black, sieht auch fast genauso aus wie das echte. Und die Triebwerke sind nach hinten gestellt. Das heißt, unser Schub geht nach hinten und wir fliegen laut grünen Pfeil geradeaus. Logisch. Die zweite Möglichkeit ist, wir stellen die Triebwerke nach unten. Wir drücken also auf J, dann sind die Triebwerke nach unten gestellt, dann geht der Schub nach unten und wir fliegen entsprechend nach oben. Diese beiden Optionen gibt es. Das Problem an der Sache ist aber dieser Zwischenbereich. Und das gleiche gilt übrigens auch für den Fall, dass wir Bremstriebwerke haben. Denn die können ja sich genauso drehen, nämlich entweder so, ich mache das mal hier ein bisschen kleiner, oder ebenfalls so. Das sind ja die beiden Optionen. Zum Beispiel bei der Prospector wäre das der Fall. So, und dann hätte man eben wieder den Schub in die richtigen Richtungen. Ich mache mal kurz diese Pfeile wieder weg. So, das Problem ist also der graue Bereich. Denn normalerweise können die Triebwerke ja auch so gestellt sein. Oder so, oder so, oder so. Ne? Also gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Was ich sagen will ist, es fehlt der dynamische oder die dynamische Einstellung der Triebwerke. Und zwar abhängig davon, wie ich das Schiff drehe. Denn wenn ich nur diese beiden Modis habe, dann muss ich zwangsläufig das Schiff, wenn die Triebwerke nach unten gestellt sind, so wie jetzt hier, das Schiff dann entsprechend so hier nach oben drehen, damit es nach hinten fliegt. Also diese Drehung des Schiffes sorgt dafür, dass diese Triebwerke hier entsprechend nicht mehr gerade nach unten gehen, sondern so ein bisschen schräg sind, so hier, ja. Und dann fliege ich rückwärts. Oder ich drehe das Schiff so ein Stückchen, ja. Dann passiert genau das Gegenteil, dann sind die Triebwerke so schräg nach hinten gestellt und mein Schiff fliegt nach vorne. Aber beides ist halt dieser bescheuerte Helikoptermodus. Das liegt halt einfach in der Natur der Sache, weil die Triebwerke sich nicht dynamisch anpassen lassen, beziehungsweise sich, also nicht dynamisch sich mitdrehen.
in die Richtung, wo ich wirklich hin möchte. Also normalerweise wäre es logisch, ich mache ein Beispiel, ich drücke auf die W-Taste, wären die Triebwerke so hier eingestellt. Also meine Triebwerke sind nach unten gestellt, ich drücke auf die W-Taste, dann müsste es so sein, dass Triebwerke sich automatisch, abhängig davon, wie lange ich die W-Taste drücke, in diese Richtung hier bewegen. Ja, also dass die sich quasi nicht, also von dieser, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, also von dieser Pose sich wechseln auf diese Pose zum Beispiel. Wenn ich länger W drücke, gehen sie weiter in die Richtung und so weiter. Dann würde das mit dem Hover-Mode perfekt funktionieren. Ja? Das gleiche gilt natürlich für die Bremstriebwerke. Also die Bremstriebwerke sind zum Beispiel, mache ich jetzt mal hier in blau, aktuell so eingestellt. Ja? So. Jetzt fliege ich rückwärts, ich will rückwärts fliegen, ich drücke auf die S-Taste. Dann müssten die sich entsprechend verändern, nämlich so ein Stück, dann noch weiter und noch weiter, bis sie wieder vorne stehen und so weiter. Das wäre ja nur logisch. Natürlich verliere ich dabei dann so ein bisschen Kraft, die mich oben hält. Das ist schon logisch, wenn Triebwerke sich leicht drehen. Das macht aber nichts, weil ich habe ja auch ein bisschen Auftrieb, je nachdem, wie das Schiff gebaut ist. Also, nur mal, das ist so mal ein ganz kurzer Crashkurs, was das Problem des Hover-Modes betroffen hat damals. Jetzt kommt ja sowas Ähnliches wieder rein. Ich sage mal in Anführungsstrichen, ich bin extrem gespannt, wie sie dieses Problem lösen werden, ob sie es überhaupt lösen werden und wie sich das in den Atmosphären fliegen lässt. Speziell spreche ich da alle Mining-Leute an. Die wissen nämlich, was das Problem mit dem alten Hover-Mode war. Und wir gucken mal. Wie gesagt, im Text war es nicht zu finden. Schreibt aber gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ob ihr denkt, dass sie das Problem lösen oder wie sie es lösen, ich habe keine Idee, was sie da machen. Und es steht auch nichts in dem Dokument drin. Gut, wir gehen aber weiter zum nächsten Thema und verlassen diesen wunderbaren Paint-Ausflug und reden über das neue Kampfsystem in Anführungsstrichen. Das heißt also Änderungen bei Geschützen, beim Zielerfassen und beim Highspeed-Kampf in der 3.10 bereits. Also, was kommt? Zunächst mal alle Fixed-Waffen, also nicht die gegimbelten, sondern die Fixed-Waffen und auch alle Geschütztürme haben jetzt ein festes Assistenzsystem. Das heißt so eine Art Mini-Auto-Aim. Es muss trotzdem weiterhin selbst gezielt werden, man muss weiterhin auf diesen Pip schießen, auf diesen kleinen lustigen Kreis, aber der Bordcomputer, je nachdem wie gut er ist, wird entsprechend eine leichte Korrektur des Schusses vornehmen, damit das Ziel besser getroffen wird. Das sollte das Fixed-Waffen-Problem hoffentlich lösen und auch das Geschützturmproblem hoffentlich lösen. Werden wir sehen. Außerdem wird der PIP überarbeitet. Also nochmal, der PIP ist dieses automatische System, was berechnet, wo man hinschießen muss, um den Gegner zu treffen. Also quasi dieser Vorhaltepunkt. Der wird überarbeitet und er wird nun in der 3.10 anhand der Geschwindigkeit aktualisiert und dadurch wird er wesentlich stabiler sein. Jedenfalls sagen sie das, werden das uns angucken. Ich hoffe eben, dass dieses Rumgezuppel endlich dann aufhört und dass es ein bisschen sanfter ist. Wir werden das aber sehen. Es wird darüber hinaus ganz besondere Einstellungsmöglichkeiten für die Geschütze geben, um mehr zu customizen, wie man schießt und wie man den Gegner verfolgt und so weiter. Außerdem gibt es eine erste Iteration von dem neuen Building Blocks UI für die Geschütztürme, damit man dort ebenfalls ein besseres Handling hat und mehr Informationen hat und auch mehr customizen kann an diesem Punkt. Dann bekommt der Zielcomputer für die Raumschiffe ein neues Feature, was mit Hilfe von Head Tracking, wenn man es aktiviert hat, die Infos über das Ziel, was man gerade quasi mit dem Kopf verfolgt, einblendet. Also nicht das Ziel erfasst, sondern nur Informationen darstellt, automatisch. Wenn man dann das Ziel manuell erfasst, ist es so wie jetzt auch. Der Gegner bekommt dann übrigens, also das erfasste Ziel, bekommt dann übrigens die Info, dass er ins Visier genommen wurde und unsere Waffen werden sich bereits scharf stellen. Das heißt, der Gegner wird mit Informationen darüber versorgt, was gerade bei uns passiert. Darüber hinaus wird es ab sofort möglich sein, dass man bis zu 3 weitere Ziele anpinnen kann. Also ich kann nicht nur ein Target haben, ich kann also mehrere, also insgesamt 4 Targets gleichzeitig haben und kann dann schnell zwischen diesen Targets switchen. Das ist vor allem interessant bei größeren Gefechten, wenn man so eine gewisse Rotation hat. Das heißt, der Gruppenleader sagt, okay, wir greifen erst den an, dann den und dann den. Ne? Und da kann ich die alle schon mal anpinnen sozusagen und dann der Reihe nach wegschießen. Alle diese angepinnten Targets werden übrigens innerhalb des Schiffes mit anderen Leuten geteilt. Das heißt also auch die Geschütze kriegen die gleichen Targets angezeigt, sodass man sich besser koordinieren kann. In der Zukunft wird man dann die Anzahl der Ziele vom jeweiligen Schiffscomputer abhängig machen. Das heißt, dass Kampfschiffe oder größere Schiffe allgemein auch natürlich mehr Ziele anvisieren können und die kleinen Starterschiffe nur 1. So, und viele fragen sich natürlich, was ist denn nur eigentlich der Highspeed-Kampf? Der Highspeed-Kampf ist ganz simpel. Ich kämpfe mit einem sehr, sehr hohen Speed, also Flugspeed. Ich fliege also extrem schnell und schieße dabei rum.
Das ist ein bisschen problematisch, weil es aktuell dazu führt, dass ich quasi keinen Nachteil habe. Ich habe nur Vorteile davon, schnell zu fliegen, weil ich schwerer zu treffen bin. Aber ich selber habe keinen Nachteil, weil ich treffe genauso gut, als wenn ich langsam fliege. Das wird sich zum Glück ändern und soll dafür sorgen, dass Leute generell langsamer fliegen und mehr genauer und taktischer arbeiten. Was passiert hier? Nun, es wird allgemein so sein, dass man mehr Waffenpower, mehr Energie und weitere Vorteile zur Verfügung hat, wenn man unterhalb des SCM fliegt. Der SCM-Speed ist der, wo es dann noch nicht rot wird. Also dieser kleine Zwischenstand in der Anzeige, da sollte man drunter bleiben. Wenn man das macht, hat man diverse Vorteile. Das heißt, man kriegt auch eine höhere Zielgenauigkeit, weil der Computer besser mithalten kann, weil man halt nicht so schnell fliegt. Und das wiederum heißt, man trifft besser. Anders gesagt, wenn man über dem SCM-Speed fliegt, hat man die Nachteile, dass man eben länger braucht, um Raketen anzuvisieren, deutlich schlechter trifft und weniger Energie für die Waffen zur Verfügung hat. All das kommt mit der Alpha 3.10 und soll dazu führen, zunächst mal, dass die Geschütztürme deutlich stärker werden und vor allem, dass sie sich belohnender anfühlen. Also es soll so sein, dass man als Pilot lieber in den Geschützturm geht, um wirklich Damage zu machen und ordentlich schießen zu können, als im Pilotensitz rumzugammeln. Aktuell ist es ja genau andersrum, fast niemand will die Geschütztürme echt benutzen. Gut, bis auf die Hammerhead. Gut, die hat aber auch keine eigenen Waffen. Außerdem will man die Multicrew-Mechanik speziell im Flug, im Kampf, im Raumkampf deutlich verbessern und supporten, damit man eben auch wirklich Vorteile hat, gemeinsam am selben Strang zu ziehen, sage ich jetzt mal. Natürlich gibt es auch hier diverse Pläne für die Zukunft. Da gibt es eine wunderbare Liste und die trage ich euch einmal mal vor. Zunächst mal, es sollen Triebwerkskondensatoren ins Spiel reinkommen, damit man als Spieler sich wirklich zweimal überlegt, abhängig von den Kondensatoren, wie die aufgeladen sind, kämpfe ich jetzt oder haue ich lieber ab? Das soll eine wichtige Rolle spielen für später, wann auch immer das kommt. Man will beim Highspeed-Kampf noch weitere Auswirkungen einbauen, zum Beispiel, dass die Schilde stark unter dem hohen Speed leiden, weil man halt so viel Energie in den Antrieb reinballert und dann die Schilde entsprechend schwächer werden. Allgemein soll der Energieverbrauch deutlich steigen, wenn man zu schnell fliegt, aber das ist auch noch Zukunftsmusik. Dann soll ein extrem cooles, also für mich zumindest extrem cooles Feature reinkommen, nämlich die Möglichkeit, dass sich kleine Schiffe hinter großen Schiffen verstecken können und nicht gescannt werden, also nicht gefunden werden. Aktuell geht das ja nicht, aktuell siehst du ja alles komplett, aber das wird sich ändern, weil man ja immer, also die Scanner arbeiten ja auf Basis der Signatur. Und wenn also hinter einem großen, weiß nicht, hinter einer Javelin ist eine kleine Aurora, dann verdeckt ja die Javelin-Signatur alles von der Aurora. Und dann wird man halt quasi unsichtbar, in Anführungsstrichen, für die Systeme des gegnerischen Schiffes. Ihr seht schon, das alles geht so in Richtung mehr taktische Manöver und weniger reiner DPS-Fokus. Das ist auch generell eine gute Richtung, weil die allermeisten Games, die da draußen so sind, egal ob sie jetzt gut oder schlecht sind, agieren nach dem typischen DPS-System. Und das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig, weil natürlich ein Schiff, was größer ist, macht ja auch mehr DPS als ein kleines. Das ist halt einfach so, hat auch bessere Schilde. Man will davon weg. Also der DPS wird natürlich weiterhin eine wichtige Rolle spielen, aber man will vor allem die taktischen Manöver, strategische Entscheidungen, Scanning und so weiter und vor allem auch die Schiffs-Items deutlich in den Vordergrund rücken und weniger auf den reinen Roh-DPS setzen. Wird auch in Zukunft noch diverse Änderungen geben bei Waffen, bei der Schiffsbalance, bei den Schutzschilden, beim Kampf-UI und so weiter. Also das ist eine Long Story, die uns noch bis zum Release und weit darüber hinaus beschäftigen wird, weil man einfach immer wieder diese Dinge optimiert, anfasst und ja, man möchte es halt einfach fair balancen. Das ist also auch ein gut, also es geht vor allem dabei um den Faktor Skill, den menschlichen, den spielerischen Skill, wie gehe ich mit meinem Schiff um? Einfach nur draufhalten und draufballern und sich darauf verlassen, dass die Waffen einfach stark sind, das soll wirklich irgendwann, naja, nicht komplett rausfliegen, aber die untergeordnete Rolle spielen, sondern es soll darauf ankommen, dass der Spieler mit seinem Schiff wirklich gut umgeht und dann auch den Kampf gewinnt. Das ist übrigens ein ganz, ganz wichtiger Faktor, das vergessen nämlich viele. Tatsächlich geht das ja auch so ein bisschen gegen die Pay-to-Win-Geschichte. Star Citizen muss sich immer wieder den Vorwurf von Pay-to-Win anhören. Und wenn man, also wenn man wirklich Erbsenzähler ist und ganz genau hinguckt, ist es ja teilweise auch so. Klar, ich kann mir für Echtgeld ein super geiles Schiff kaufen und kann damit jeden wegballern. Aktuell ist das so.
Richtig. Also insofern ist der Vorwurf von Pay to Win tatsächlich vorhanden, aber das hier ist eben einer der vielen Dinge, die im Laufe der Alpha bis zum Release gemacht werden, um diesen Kauf, diesen Echtgeldkauf möglichst so zu balancen, dass man zwar vielleicht ein besseres Schiff hat, aber dass trotzdem man damit möglichst nicht einfach nur stumpf draufballern kann. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist auch ein das ist wirklich ein wichtiger Punkt für die Zukunft. Außerdem wird man diverse Neuerungen in Zukunft noch reinbringen für die Multicrew-Mechanik, diverse Optimierungen, was das Zusammenspiel der Spieler in einem Raumschiff angeht oder auch bei Geschwadern, wenn man halt gemeinsam zum Beispiel 3, 4, 5 Gladius nebeneinander, dass man vernünftig gemeinsam fliegen kann, gemeinsam kämpfen kann, sich koordinieren kann, da soll ganz viel noch reinkommen. Und das ist ein Punkt, der mich auch sehr freut, sie haben es nochmal geschrieben, sie wollen sich auch ransetzen an die In-Ship-Reparaturen. Das heißt, gerade bei größeren Schiffen wird es relevant sein. Du wirst beschossen, irgendwie geht da was kaputt in deinem Schiff, da hast du ein Feuer zum Beispiel, das musst du dann löschen oder irgendwas geht kaputt, keine Ahnung, musst du fixen, musst du reparieren, Klebeband draufkleben, was auch immer, damit das Schiff wieder rund läuft. Das ist halt etwas, was wir aus Star Wars, Star Trek und aus allen möglichen Sci-Fi, auch Stargate, aus allen möglichen Sci-Fi-Sachen kennen und das ist ein wichtiger Punkt für Multicrew, für Realismus, für Immersion und auch allgemein für das Kampfsystem, weil was man ja gerade nicht will bei Star Citizen, sind kurze Kämpfe. Ne? Also, dass man 10 Sekunden kämpft, okay, du hast mehr DPS, bam, du hast gewonnen. Sondern die Kämpfe sollen sehr lang dauern, sollen sehr aufwendig sein, auch teilweise auch so ein bisschen groß inszeniert. Und da gehört es eben dazu, dass man während des Kampfes tatsächlich sein Schiff innen drin ein bisschen fixen kann, ein bisschen reparieren kann. Und da bin ich extrem gespannt, was da alles reinkommt. So, Freunde, das war ein harter Brocken. Ich hoffe, ich habe es vernünftig erklärt. Wie gesagt, wir werden uns das nächste Woche nochmal im Detail genauer angucken mit entsprechendem Material und natürlich auch dann auf dem 3.10er PTU, sobald der verfügbar ist. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und wenn irgendwas ist, schreibt in die Kommentare. Ergänzt gerne nochmal einen Punkt, der euch wichtig war oder ist. Wenn ihr Fragen habt, einfach rein damit. Was haltet ihr allgemein von diesen Änderungen? Sagt ihr, yo, endlich mal krasse Änderungen bei diesen Systemen oder sagt ihr, oh, das ist mir gar nicht so wichtig? Wie ist da eure Meinung? Also ich persönlich muss sagen, ich freue mich riesig über diese Änderungen. Das sind wirklich essentielle Gameplay-Changes, die wichtig für das Spiel sind, für das Spielgefühl sind und auch für die Community, weil das ist halt das, was Star Citizen halt auch so geil macht. Dieses Komplexe, was man eben aktuell noch nicht hat, aber was man halt haben wird, ne? Dieses komplexe Raumkampf-Simulations-Zeug, das kann halt nur Star Citizen aktuell jedenfalls bieten. Und ich glaube, dass das alles die vollkommen richtigen Wege sind. Auch wenn ich, wie gesagt, ein bisschen Bauchschmerzen mit dem atmosphärischen Flugmodell habe. Aber ich bin mir fast sicher, dass diese Bauchschmerzen weggehen werden, wenn ich es dann selber mal gespielt habe. Darauf freue ich mich schon sehr. Ansonsten, ja, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich weiß nicht, ob es morgen nochmal eine weitere Star Citizen News Folge gibt. Das wird davon abhängig sein, was heute Abend noch am Donnerstagabend bei Star Citizen passiert. Ansonsten sehen wir uns spätestens morgen Abend im Livestream. Da nochmal ein Hinweis, der letzte Sonntagsstream hat leider mit den doppelten Stars nicht funktioniert. Da gab es einen Bug bei Streamlabs. Deswegen gibt es jetzt diesen Freitag diese doppelten Stars, die es eigentlich am Sonntag hätte geben sollen. Tut mir leid, ich habe versucht, das noch irgendwie nachträglich zu fixen, hat aber keine Chance, das noch irgendwie herauszufinden, wer wie lange und so geguckt hat und dann die Stars zu geben. Wir holen das nach. Also, Freitag doppelte Stars für alle. Kommt da rein, wir machen ein bisschen Gameplay und ich weiß nicht, ob dann schon der 3.10er PTU da ist. Wahrscheinlich nicht, aber wir lassen uns mal überraschen, ne? Also, bis zum Freitag. Ciao. Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there were rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on the moon?